Ja, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Möglichkeit auch, dass ich hier für die IG Metall die Gelegenheit habe, Ihnen ein innovatives Konzept vorzustellen, wie es gelingen kann, die ökologische Transformation in den Betrieben zu gestalten, und zwar gemeinsam zu gestalten. Einerseits zwischen den Beschäftigten, vertreten durch die IG Metall, dem Betriebsrat, und auf der anderen Seite dem Arbeitgeber. Wir haben in der Metall- und Elektroindustrie 2021 ein innovatives Modell geschaffen, wie es gelingen kann, gemeinsam die ökologische Transformation im Betrieb umzusetzen. Das würde ich Ihnen gerne vorstellen. Zu Beginn aber noch kurz zwei Hinweise. Das eine ist der, dass der Klimawandel ja mittlerweile gesellschaftlicher Konsens ist. Und das gilt ausdrücklich auch für die IG Metall. Wir wollen den Klimawandel bekämpfen. Wir wollen sozusagen aktiv werden, den Klimawandel sozusagen idealerweise aufzuhalten. Und insofern sind wir auch mit dem, was die Politik sozusagen jetzt auf dem Entwicklungspfad sich vorgenommen hat, einverstanden. Wir tragen das mit. Aber wir wollen natürlich diesen Klimawandel auch in den Betrieben gestalten, dass die Auswirkungen auf die Beschäftigung für die Kolleginnen und Kollegen dort erträglich sind. Wir haben ja schon gehört, dass es große Auswirkungen geben wird. Der Wechsel vom Verbrennungsantriebsstrang auf die E-Mobilität ist ja von der Fertigungsdichte her anders gestaltet. Und diesen Beschäftigungsrückgang wollen wir natürlich auch begleiten und idealerweise so gering wie möglich halten. Wir haben hier sozusagen ganz unten nochmal unseren Leitsatz aufgeführt. Wir wollen helfen, dass wir grüne Leitmärkte haben für ökologisch nachhaltige Produkte und Prozesse und auch eine entsprechende Qualifikation der Beschäftigten. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, der auch schon in den Beiträgen meiner Vorredner angesprochen wurde. Weiterbildung ist ein wichtiger Punkt und da bauen wir auch auf die Unterstützung auch der Bundesagentur. Ich denke, es wird nachher noch erwähnt werden, dass da auch Unterstützungsmaßnahmen erfolgen. Ergänzen möchte ich das Ziel, was wir bei der Begleitung der Transformation haben, durch einen aktuellen Hinweis. Es gibt eine Allianz für Transformation auf der Bundesebene, die am 14. Juni getagt hat. Und ich finde es besonders gelungen, was das Ziel dieser Allianz für Transformation ist, nämlich der Umbau für mehr Beschäftigung und qualitatives Wachstum sowie eine Stärkung von Mitbestimmung und Tarifbindung, wobei sich die Transformation aus Sicht der Beschäftigten und Bürgerinnen in den Regionen entscheidet. Also sicherlich gucken wir sozusagen international, wir müssen aber hier auch regional handeln, um sozusagen die Beschäftigung auch vor Ort zu sichern. Ich glaube, das erwarten einerseits unsere Mitglieder in den Betrieben und die Bürgerinnen und Bürger auch des Main-Kinzig-Kreises, dass hier Beschäftigung erhalten bleibt. Ja, was ist sozusagen das Innovative, was die Tarifvertragsparteien 2021 neu entwickelt haben? Es ist die Möglichkeit, in Betrieben aufgrund einer tariflichen Rahmenregelung einen Tarifvertrag zur Beschäftigungssicherung abzuschließen. Und besonders Beeindruckende, was neu ist, können Sie an dieser Folie sehen, hier. Sie sehen hier unten farbig abgebildet die möglichen Krisen, die sich abzeichnen können in einem Betrieb bis hin zur Insolvenzgefahr. Und die bisherigen tariflichen Instrumente, die wir hatten, setzten erst ein, als es schon relativ weit rot war, also als die Krise sich zugespitzt hat. Bekannt ist Ihnen vielleicht aus den Medien das Pforzheimer Abkommen. Das ist eine Regelung in der Metall- und Elektroindustrie, wo in krisenhaften Entwicklungen Gespräche geführt werden zwischen den Tarifvertragsparteien, um tarifliche Ansprüche möglicherweise zu modifizieren und zur Beschäftigung zu sichern. Dieses Pforzheimer Abkommen setzt erst sehr spät an. Und wir haben jetzt die Möglichkeit geschaffen, sehr viel früher schon, wo die Handlungsalternativen noch sehr groß sind, wo noch strategische Entscheidungen möglich sind, zu agieren. Und das ist natürlich bei der Transformation für den Betrieb sehr wichtig, dass man sehr frühzeitig sozusagen Handlung ergreift, um die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens zu sichern. Insofern ist dieses Modell des Zukunftstarifvertrages in der Metall- und Elektroindustrie etwas Neues. Es besteht aus drei Elementen. Einerseits gibt es eine Analyse, an der die Betriebsparteien beteiligt sind. Es können auch externe Akteure zugezogen werden, die Bundesagentur für Arbeit oder auch beratende Gesellschaften, die sozusagen unterstützen können, Wirtschaftsinstitute. Das Ziel ist sozusagen zu gucken, wie ist die Analyse im Unternehmen. In einem zweiten Schritt gibt es dann sozusagen die Entscheidung, ob Handlungsbedarf vorhanden ist. Wenn das der Fall ist, gibt es sozusagen Verhandlungen zwischen den Tarifvertragsparteien unter Beteiligung des Betriebsrates, unter anderem über ein Zielbild, wie soll das Unternehmen aufgestellt sein in
5 Jahren. Es gibt Verhandlungen über das Veränderungsmanagement, wie kann die Wettbewerbsfähigkeit aufgestellt werden. Und auch ganz wichtig, es wird eine Personal- und Qualifizierungsplanung im Betrieb umgesetzt. Das ist ja gerade das, was auch hier angesprochen wurde. Die E-Mobilität erfordert neue Berufsbilder teilweise, neue Anforderungen an die Beschäftigten. Das kann da dementsprechend geregelt werden. Und idealerweise wird auch eine Beschäftigungs- und Standortsicherung vereinbart. Es kann auch sein, dass es Betriebe gibt, die nicht von der Transformation betroffen sind. Dann würde es keine Verhandlung geben. Und was auch passieren kann, ist, dass sozusagen keine Einigung zustande kommt. In diesem Fall gibt es als Sanktion nur die Informationspflicht auf der darauf folgenden Betriebsversammlung. Sie sehen schon an dieser Sanktionspflicht, dass der Tarifvertrag über die Zukunftsvereinbarung eine Achillesferse hat. Wenn das Unternehmen, sage ich mal, sich verweigert und eigentlich gar nicht bereit ist, in den Diskurs mit der Belegschaft einzutreten, kann es sich auf einem schlanken Fuß sozusagen dieser Diskussion entziehen und man steht sozusagen eigentlich da, wo man vorher stand. Das ist eigentlich sehr schade. Wir haben in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht, dass gerade in größten Konzernzusammenhängen und auch da, wo es gute Mitbestimmungsstrukturen gibt, es auch gut möglich ist, solche Zukunftsvereinbarungen abzuschließen. Es wird umso schwieriger, je kleiner der Betrieb wird, je kleiner die Einheit wird und je näher man sozusagen an die Automobilzulieferindustrie kommt. Aber auch da ist es möglich. Wir haben jetzt auf der Konzernebene mit Bosch zum Beispiel entsprechende Vereinbarungen abgeschlossen und insofern, oder auch mit ZF, insofern ist das ein gutes Modell, um sozusagen gemeinsam was zu erreichen. Bei den Tarifverhandlungen war es so, als wir das Modell 2021 vorgestellt haben, haben die Arbeitgeber sehr erregt reagiert, weil sie befürchtet haben, durch so einen Zukunftstarifvertrag wird stark in ihre unternehmerische Freiheit eingegriffen. Und das sei sozusagen ein Kernbereich, der nicht geregelt werden könnte. Und deswegen gibt es auch keine Erzwingbarkeit dieses Prozesses gegenüber dem Unternehmen. Wobei ich eigentlich der Einschätzung bin, dass die Einbeziehung der Beschäftigten eine ganz wichtige Voraussetzung ist, um den Betrieb fit für die Zukunft zu machen, um ihn auch fit zu machen für die Transformation. Und es wäre sicherlich falsch, wenn man die Kompetenz der Mitarbeiter nicht nutzt, um die Transformation im Betrieb konkret zu gestalten. Ja, vielleicht noch ein ganz kurzer Hinweis zur Abgrenzung. Wenn man sozusagen diese Zukunftstarifverträge nicht umsetzen würde im Betrieb, kann es ja dazu kommen, dass sich die Krise im Betrieb verschärft. Dann würde es ein Pforzheimer Abkommen möglicherweise geben. Da kann man auch dann entsprechende Regelungen über Beschäftigungssicherung, über Standortsicherung vereinbaren. Man kann natürlich auch theoretisch da was reinschreiben über Zukunftssicherung. Allerdings werden diese Pforzheimer Abkommen immer dann verhandelt, wenn das Unternehmen schon in der Krise ist und die Handlungsmöglichkeiten stark eingeschränkt sind. Insofern ist es möglicherweise dann schon zu spät, entsprechend zu agieren. Ja, und dann möchte ich auf einen Punkt hinweisen, der gerade hier in meinem Kinzig-Kreis öfter mal in den Medien stand. Wenn sozusagen die Konstellation eintritt, dass es keinen Zukunftstarifvertrag gibt, wenn es passiert, dass auch kein Pforzheimer Abkommen zustande kommt, das Unternehmen weiter in die Krise gerät und es zu Personalabbau kommen muss und zur Betriebsänderung, dann gibt es seit 2007 die Möglichkeit, dass Gewerkschaften gegenüber dem Unternehmen einen Sozialtarifvertrag fordern können, um höhere Abfindungen einzufordern, als es die Betriebsverfassung zum Beispiel vorsieht. Und im Zuge dieser Tarifverhandlungen werden dann auch manchmal noch entsprechende Zukunftskonzepte sozusagen auf den letzten Drücker reinverhandelt. Das ist durchaus eine übliche Praxis, ist natürlich dann immer etwas unter Zeitdruck, weil es ja im Rahmen einer laufenden Tarifverhandlung ist, die in der Regel so 2-3 Monate dauert. Und das Besondere an diesem Sozialtarifvertrag ist wiederum, dass der tatsächlich erstreikbar ist. Also als Drohung an alle Mittelständler, wer keinen Zukunftstarifvertrag in Anführungszeichen konsensual verhandeln will, dem droht sozusagen irgendwann mal der Sozialtarifvertrag und der mögliche Warnstreik und Erzwingungsstreik. Insofern mein Appell, meine Worte zu Beginn, lösen wir die ökologische Transformation gemeinsam im Betrieb, Beschäftigte, IG Metall, Arbeitgeber und auch sicherlich der Arbeitgeberverband. Es gibt gute Beispiele und ich glaube, wenn wir gemeinsam das Problem angehen, können wir einiges erreichen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.